Schatz, Schatz, soll ich dir meinen Ständer zeigen? Oh, ist das kalt. So, also ich kann eigentlich heute in der Werkstatt nichts von dem machen, was ich machen wollte. Deswegen der optimale Zeitpunkt, um ein neues Projekt anzufangen. Es geht heute um meinen Laptop. Ich habe mir dafür so ein katastrophales Provisorium in der 5-Minuten-Aktion mal zusammengeschraubt. Hauptsache, das Ding steht irgendwie auf meinem Schreibtisch. Und das will ich halt heute in vernünftig machen. Ich brauche dafür nichts, kein Lack, kein Leim, gar nichts. Wir schrauben das Zeug einfach zusammen. Die Bretter, die ich verwende, werden alles Restholzer aus irgendwelchen anderen Projekten sein. Und falls ihr mein letztes Projekt mit den Nachttischen gesehen habt, ich habe, das ist hier das Einzige, was an Restholz davon übrig geblieben ist. Und ich habe noch so ein paar Furnierkanten, vielleicht kriege ich die doch noch irgendwie angeleimt. Wenn ihr das Projekt noch nicht kennt, schaut mal hier vorbei. Ist ziemlich cool geworden. So, und wir suchen uns jetzt hier ein Brettchen aus. Und zwar habe ich mir jetzt rausgesucht, hier so eine Platte, die ist 16 mm stark. Dazu dann, wie gesagt, diese Furnierkanten. Und ich habe noch so drei kleine Hölzchen gefunden. Schauen wir mal, was wir jetzt draus machen. Als erstes würde ich sagen, lege ich mal den Laptop hier drauf, um zu gucken, wie groß die Platte eigentlich sein muss. Ich arbeite nicht mit der Laptop-Tastatur. Ich habe, wenn ich am Laptop sitze, habe ich eine externe Tastatur dran, externe Maus und brauche die Laptop-Tastatur eigentlich nicht. Ich missbrauche den Laptop, das ist so ein Convertible, nur als zweiten Bildschirm. Deswegen muss der irgendwie nachher so da drauf stehen. Wir brauchen hier hinten irgendwie eine Stütze und ich möchte, dass diese Stütze höhenverstellbar ist und ich möchte natürlich, dass das ordentlich aussieht, dass der Laptop nicht hier so runterrutschen kann. Deswegen werde ich erstmal hier was absägen, hier drunter irgendwie was machen, dass den Laptop halt fängt, also quasi hier irgendwie, keine Ahnung, so eine Sperre. Und dann werde ich mir überlegen, wie wir diesen Stützmechanismus bauen. So, und diese Leisten, die wir uns jetzt gerade hier so zurechtgeschnitten haben, kommen jetzt hier so an die Kante dran. Das habe ich das erste Mal bei den Nachtschränkchen gemacht, die ich im letzten Video gebaut habe. Die Optik davon, die gefällt mir richtig, richtig gut. Diese Tischlerplatte passt wunderbar mit so einer Fichte-Tanne zusammen. Das harmoniert astrein. Das mache ich bei dem Projekt einfach wieder. Das Coole an diesen Furnierkanten ist auch, dass man sich die einfach selber herstellen kann. Und so eine Tischlerplatte ist wesentlich günstiger als Multiplex. So, ich habe das jetzt alles hier mit Klebeband fixiert, mit so einem Malerkrepp. In der Regel reicht das, bei den Temperaturen weiß ich es jetzt nicht. Ich lasse das jetzt alles mal ein paar Stunden stehen, überlege mir den Klappmechanismus und dann schauen wir weiter. Ich habe jetzt hier eine kleine Planänderung vorgenommen. Und zwar wusste ich gerade nicht, wie ich das realisieren soll, dass der Laptop hier einfach stehen bleibt und nach vorne nicht wegkippt. So, jetzt habe ich mir hier aus einem Vierkantholz ein bisschen was abgeschnitten. Das kommt dann hier so hin. Von unten schraube ich das einfach an. Und ich habe mir hier aus den Furnierresten noch hier so eine Leiste zurechtgeschnitten. Einfach nur, keine Ahnung, die Ecken ein bisschen angespitzt, damit das halt von der Optik ein bisschen besser aussieht. Das kommt dann hier vorne drauf. Und dann habe ich hier einen Anschlag, dass der halt nicht wegrutschen kann. Boah, ist das kalt. Also, das Ding ist jetzt soweit durch. Das ist ziemlich genau das, was ich so haben wollte. Den Laptop, den kann man jetzt hier reinstellen. Der fällt auch nicht hier vorne durch. Moment. Ich kann ihn jetzt hier drauflegen. Hier unten ist halt dieser Rausfallschutz, dass der Laptop so nicht unten durchfallen kann. Jetzt ist das Problem, ich will, dass das ganze Gebilde irgendwie so ein bisschen schräg steht, weil gerade drauf gucken vom Arbeitsplatz aus ist Kacke. Deswegen schräg. Dafür habe ich mir überlegt, mache ich hier eine Leiste dran, dann hier noch so zwei kleine Leistchen und hier noch kleine Leistchen.
So, ich habe mir jetzt hier so ein Gelenk zusammengeschraubt. Es funktioniert sehr schwer. Macht aber nichts. Der Plan ist jetzt, dieses Gelenk hier hinten dran zu schrauben. Und dann sieht man schon, wie es funktioniert. Das kommt dann hier hinten dran. Das hier war übrigens das Ding, was ich vorher genutzt habe. Einfach ganz billig irgendwie USB zusammengeschraubt in einer 3-Minuten-Aktion in der Werkstatt. Das hat mir jetzt die letzten 5 Monate oder so gedient. Wird langsam mal Zeit, dass hier was Neues hinkommt. Und das ist geiler, oder? Das Projekt ist übrigens in Kooperation wieder mit meinen Kumpels von Letz entstanden. Ihr könnt ja mal bei Letz vorbeischauen. Da gibt es immer noch bis zum Jahresende haufenweise Preise zu gewinnen. Ihr müsst euch einfach nur einen Account registrieren und nehmt automatisch an der Verlosung teil. Da könnt ihr ein Einhellwerkzeug im Wert von bis zu 1000 Euro gewinnen und Engelbert Strauß Gutscheine auch noch. Außerdem haben die hier diese coole Contest-Seite. Da könnt ihr an verschiedensten Contests teilnehmen und da auch nochmal Preise gewinnen. Also da gibt es auf jeden Fall richtig gut was abzustauben. Und es gibt noch einen weiteren Vorteil. Ich hatte euch ja schon mal gesagt, bei Letz könnt ihr eure Projekte hochladen. Wenn ihr da so ein Projekt erstellt und hochladet, dann bekommt ihr dafür Credits. Diese Credits, die werden 1:1 in Euros umgerechnet und dafür könnt ihr euch Maschinen auf dem Letz Marktplatz kaufen. Also schaut da auf jeden Fall mal rein, macht euch einen Account, lohnt sich. Sind auch viele Leute aus der Instagram-Community mittlerweile angemeldet. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.